Ich schlafe gefesselt und angeleint auf dem Boden. Oh nein! Hallo Dr. Gay Jesus und Miss Miriam. Das war das Kostas. Ja? Ja. Ja, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Kostas und ich bin heute wieder in Begleitung von Miriam McFly. Leute, wir haben letzte Woche ein Video gedreht, in dem wir die craziesten, lustigsten... Nichts! In dem wir auf Sex-Ratgeber-Fragen reagiert haben, so à la Dr. Sommer. Und ich habe euch danach am Ende des Videos angeboten, dass ihr mir, falls ihr auch Fragen habt, die an meinen extra dafür erstellten Telonym-Account schicken könnt, nämlich GayJesusK. Ja, also falls ihr auch Fragen habt nach diesem Video, dann schickt mir gerne eure Fragen auch dahin und ja, wenn euch das gut unterhält und euch hilft, dann können wir vielleicht noch einen weiteren Teil dazu machen. GayJesusK. Ja. Steht das K für Kokain? Oder für Kostas, aber könnte auch Kokain sein. Bevor wir anfangen, müssen wir uns natürlich verwandeln. Gut, also jetzt, wo wir wieder im Sex-Fragen-Beantwortungsmodus sind, dann würde ich sagen, gibt's gar nicht viel mehr vorweg zu labern und wir fangen einfach an. What? Ich weiß nicht, ob dir das schwer fällt, aber du musst jetzt wirklich ein bisschen netter sein, weil dieses Mal... aber dieses Mal sind es Fragen von meinen Zuschauern, okay? Es sind nicht irgendwelche XY-Leute, die an Bravo geschrieben haben, ja, okay? Solange die Fragen seriös sind, gerne. Aber wenn es obviously ein Troll ist, dann nehmen wir die Brille ab. Hör auf! Die erste Frage, und jetzt will ich wirklich mal wissen, ob du das weißt. Wie kann man sich vor Geschlechtskrankheiten bei gleichgeschlechtlichen Sex zwischen Frauen schützen? Also ich glaube, es geht halt so um... Weil es gibt ja kein Kondom, was du drüber ziehen kannst. Ja, aber halt der Typ, auch bei Heteropaaren, der Typ macht ja bei der Frau eigentlich auch, was ja, die Frau bei klar, der Frau natürlich. Macht. Ja, ja, genau. Also wenn es also geht auch um, nicht um Penetration. Ich habe eigentlich auch noch nie von irgendwie gelesen oder gehört, dass irgendwer sich so angesteckt hat als... Stop. Also man kann sich dafür schützen. Mhm. Ich habe mich nämlich vorbereitet. Es gibt nämlich sogenannte... Ich sitze wie ein Idiot. Es gibt nämlich sogenannte Lecktücher. Ja, die kenne ich auch. All of the sun. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, das eben oder halt Kondom halt einfach. Ew, aber ja. Wirklich? Du ziehst das Kondom dann so einfach drüber und... Aber dann spürst du doch gar nichts mehr, weil dann noch dieser Latex... Ja, aber das habe ich halt schon mal gehört, aber dachte auch, weird flex, but okay. Aber ja, diese Tücher, die habe ich komplett vergessen. Als Lecktuch wird eine Folie bezeichnet. Eine Folie bezeichnet, die beim Sex auf die Vulva oder den Anus des Sexualpartners gelegt wird, um sich beim Oralverkehr vor der Übertragung von krankheitsauslösenden Keimen zu schützen. Also auch bei Gays, wenn der Pie gegessen wird, kann man... Der Pie... Hey, ich und mein Freund wollen bald unser erstes Mal haben und nun ja... Passt mein Ding überhaupt da rein? Ich meine, das Dingsloch ist total klein. Also ist es ja ein Typ. Also das Ding ist, mal kurz, um das zu erklären, es ist ja ein Muskel, der sich anpasst und wenn du es gut vorbereitest, dann sollte es eigentlich auch funktionieren. Ich habe nämlich da noch direkt so eine Follow-up-Frage. Hallo Dr. Gay Jesus und Miss Miriam. Hier meine Frage. Jesus. Das steht da nicht, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ach so, lol. Wie würdest du dich denn gerne angesprochen fühlen? Bürgermeisterin von Homotown? Hier meine Frage. Gibt es Penisse mit verschiedenen Durchmessern? Weil dann kann es ja sein, dass der Penis zu breit für die Vagina ist, oder? Ich dachte, wir packen diese Fragen mal zusammen, weil sie ja ein ähnliches Problem beschreiben. Ja. Is this possible? Ja. Ja? Ja. Oh mein Gott, du bist so, ja, und ich könnte eine Story dazu erzählen. Ja, dann dauert es halt ein bisschen länger bis... Aber natürlich, dann denke ich mir, okay, der, bei dem okay, ist dann noch, aber wenn es wirklich breit ist und nicht geht, dann sollte man das ja auch dann nicht irgendwie weiter zwingen, weil... Aber geht's noch breiter oder war das schon bei dir to the max? Oder kannst du dir vorstellen, dass es noch... War schon Limit damals. Deswegen denke ich mir, noch größer als der. Und das müssen ja dann schon, ich glaube, so viele Typen laufen nicht rum, die dann wirklich so einen Durchmesser haben, außer vielleicht so Pornodarsteller, aber... Ich glaube, in der Regel musst du dir keine Sorgen machen, weil so viele Typen, wie sie schon gesagt hat, mit so Pferde-Cocks laufen irgendwie nicht rum. Also wahrscheinlich wird es schon funktionieren. Aber ich folge auch einem auf Twitter, der... Ein Riesen-Cock hat. Der wurde auch schon mal mit solchen Fragen konfrontiert und er hat auch gesagt, ja, er hatte schon mal welche, die es auf jeden Fall nicht enjoyed haben.
weil es einfach zu groß war. Und das gibt's ja schon, ne? Also das habe ich auch schon öfter gehört, dass wenn der wirklich zu groß ist, dass es dann irgendwie nicht mehr so geil ist. Ich habe hier noch eine passende Frage, die das Gegenteil beschreibt. Ich, schwul, 18, jetzt kannst du dich mal freuen, weil du ja gesagt hast, es waren gar keine Gay-Fragen dabei letztes Mal, und 1,93 groß, hatte mit meinem Freund Sex, der aber von der Körpergröße kleiner war. Ich war der Passive und habe nicht gespürt, als er in mich eindringte oder in mir war. Vielleicht war er auch nur nicht komplett steil. Warte mal, es geht zum Glück noch weiter. Zum Glück. Später versuchen wir es ohne Gleitgel und nur mit Spucke. Da spürte ich dann schon etwas mehr. Ja, woran Schmerz kann vielleicht. Das liegen, dass ich ihn mit Gleitgel nicht spüre und bei anderen aber schon? Es liegt dann eher am Gleitgel. Ja, eher. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so numbing. Also, dass das so ein bisschen betäubt irgendwie, damit es für ihn vielleicht, oder dass es für dich weniger wehtut oder so. Das gibt's ja wirklich, wenn Leute da halt mega empfindlich sind, dass man das dann so ein bisschen vorbetäuben kann. Vielleicht hast du es deswegen nicht gespürt, keine Ahnung, aber... Das ist betäubt, dass du im Bett schläfst und dann plötzlich... Ich meinte nicht dein Bewusstsein betäuben, ich meinte dein Ass, ne? Also, ja. Das jetzt, okay, das klang so wie, man kann dich erstmal betäuben und dann spürst du auch nichts. Ach so, nee. Ja, wirklich so den Schmerz für den Moment weg und dann nachher so... Anna. Ich, männlich 19, habe gestern betrunken meinem Kumpel eingeblasen. Wir haben uns auch geküsst und ich habe sogar geschluckt. Jetzt kommt aber, ich bin hetero. Wie sage ich das jetzt meiner Freundin? Und Miriam hat gerade schon so Fanfiction-Ideen im Kopf. Sie so, es klingt wie eine Wattpad-Fanfiction. Ja, die Frage, die ist halt nicht gut ausgebaut. So, hat es ihm gefallen? Denkt er, er ist jetzt bi oder so? Und ich würde schon sagen, damit sie weiß, so, oh, okay. Also, okay. Ich kann auch ein bisschen verstehen, wenn jemand sagt, wenn du jetzt das Gefühl hast, das war wirklich nur, weil du betrunken bist, bla bla bla, es bedeutet dir nichts, weißt du, dass man da nicht ein großes Fass aufmachen will. Aber es ist trotzdem keine Entschuldigung, fremdzugehen. Es ist trotzdem fremdgehen und ich bin wirklich der Überzeugung, dass eine Beziehung nicht gut funktionieren kann, wenn man nicht ehrlich ist. Und das ist halt immer dann ein Geheimnis, was da ist und... I don't know. Ich finde es halt schwer, so zu sagen. Auf der einen Seite denke ich mir so, wenn der Alkohol dich dazu bringt, das zu tun, vielleicht schlummert dann in dir etwas. Alkohol hat mich noch nie dazu gebracht. Eben. Aber wenn der Alkohol dich dazu bringt, dass du mit einem Typen was hast, obwohl du eigentlich denkst, dass du straight bist, vielleicht ist dann auch was mit deiner Sexualität einfach noch so am Developen. Ja. Aber die Frage ist ja, wie sage ich es ihr? Schatz, ich stehe jetzt auf etwas Neues, nämlich auf... Cola? Ich habe gestern Fabi eingeblasen. Wer ist Fabi? Nee, keine Ahnung, ich kann mich da nicht reinversetzen. Aber sag es ihr doch mal und wenn du es schaffst und erzähl uns doch mal, wie es gelaufen ist, ob sie verständnisvoll war. Ich glaube, würde ich gern die Fortsetzung davon hören. Bin ein Mädel, Jungfrau und 15. Ich habe starke Schambehaarung, was mich sehr verunsichert, da es bei anderen halt viel weniger ist und ich wie ein Bär da unten rum bin. Und ich außer Rasieren nicht viel machen kann. Ist es für viele Männer abstoßend, wenn man starke Schambehaarung hat und kann man da vielleicht sitzen gelassen werden? Ich habe deswegen starke Komplexe, auch wenn ich es selbst blöd finde. Ich fände deine Meinung und Antwort dazu sehr interesting. Dein Bär. Dein Bär. Wenn es dir selber halt gefällt, dann würde ich halt... Und du darauf beharrst? Oh Gott. Nee, aber wenn es dir jetzt selber gefällt und du sagst, ja nee, ich will das aber nicht ganz Zeit wegmachen, dann würde ich halt wirklich, wenn du... eine Nacht einem Freund suchst, sollte es einfach jemand sein, der das akzeptiert, der dich so liebt, wie du bist und nicht jetzt dann aus Komplexen, weil irgendein Typ sagt, ja, ich denke mir auch bei sowas, also ganz ehrlich, immerhin musst du im Endeffekt entscheiden, wie du dich wohlfühlst und wenn der Typ jetzt deswegen mit dir Schluss macht, wäre es richtig wack. Ja. Vor allem, weil, wie gesagt, du kannst es ja auch, wenn du es auch möchtest, rasieren. Dann ist ein oberflächlicher Wichser. Ja, ist wirklich so. Ich kann trotzdem verstehen, in dem Alter, wenn es einfach bei einem anders ist als bei anderen, aber da, also das ist jetzt nicht nur auf Schambehaarung limitiert, ich glaube, das ist bei allem so. Wenn du mehr schwitzt als andere oder, weiß ich nicht, du was auch immer hast, mehr Pickel hast als andere, ich glaube, dann ist man immer unsicher. Und ja, keine Ahnung, es gehört auch ein bisschen dazu, aber mach dich deswegen auf jeden Fall nicht zu verrückt. Und mein Partnermanager hat sogar gesagt, anscheinend gibt's auch so eine richtige Fetischrichtung, ne? Was so Behaarung angeht. Ja, dass voll viele das sogar richtig geil finden und das fetischisieren. Was soll ich tun, wenn mich mein Freund fragt, ob wir es mit einem Huhn zusammen treiben wollen, also als Dreier? Nein, das wäre Tierquälerei. Wie so ernsthaft darauf antwortest. Du sagst doch, ich soll nett sein. Ja, du hast gesagt, aber nur wenn die Fragen seriös sind und das ist wohl das Paradebeispiel für eine dumme Frage. Ja, bei sowas, also...
Würdest du aber klarstellen, dass das Huhn nicht zu Schaden kommt. Ja. Lass das Huhn in Ruhe, okay? Weiblich 15. Eine Freundin von mir 19 hat mir erzählt, dass sie sich ein Tattoo hat stechen lassen, aber halt untenrum. Und meine Frage, tut das nicht höllisch weh? Und dann ist man da nicht irgendwie dauergeil. Nein, aber wie untenrum? Du kannst ja kein Tattoo auf deinen Schamlippen haben. Ich glaube, die meint einfach dann so oberhalb. Und ich stell dir einfach mal einfache vor. Einfache Frage, nein. Stell dir einfach mal vor, das wäre so. Nein. Du hast so dein Tattoo und ab dem Zeitpunkt bist du einfach immer dauergeil. Und es hört nicht mehr auf. So ein Tattoo würde ich mir ich wusste, dass es kommt. Ich wusste, dass du sagen würdest. Bei wem hast du das stechen lassen? Hat der noch einen Termin frei? Es gibt ja so ein Gerücht, dass der Penis von einem Mann immer so groß ist, wie wenn man den Daumen dreimal übereinander stellt. Also wenn der Daumen 8 cm ist, wäre sein Penis 24 cm. 7? Ja, mal 3. Also 21. Das heißt, Kostas Schwanz ist da. Warte, du musst das hoch. Mein Gott. Kriegst du den überhaupt? Guck, der würde hinten aus dem Kopf rauskommen, wenn man den ganz im Mund hat. Aus dem Kopf aber auch. Als würde er sich hier so ein kleines Loch bohren, guck wo mal, er dann wieder rauskommt. Wenn der in einem drin ist, dann stößt man in die Rippen. Kannst du jetzt mal aufhören mit diesem Scheißding? Du misst noch immer so, wie lang mein Kopf ist, um zu gucken, wie lang mein Cock sein könnte. Geh mal später zu Mick und mess so, wie der Durchmesser von seinem Dings ist. Oh nein! Ich bin Pan oder lesbisch, Struggle A, und frag mich, ob mein Jungfernhäutchen reißen kann, wenn ich niemals mit einem Boy schlafe, weil beim Fingern reißt ja auch nichts. Doch. Naja, ich finde meine Gedanken gerade auch ein bisschen verstörend, aber was soll's, Hashtag stay doch, gay. Doch, das kann auch reißen bei der Selbstbefriedigung und ja, wenn sie vielleicht mit einer Frau... Was hat sie geschrieben, lesbische? Mhm. Ja, wenn ihr vielleicht Dildos oder so benutzt, dann kann das auch reißen. Da habe ich auch nochmal Background-Infos bekommen. Also anscheinend ist das so, dass... das gar nicht reißen muss sogar. Also du kannst, wenn du immer vorsichtig Sex hast, auch wenn du mit einem Typen Sex hast und der halt aufpasst, so, dann kann es auch zusammen bleiben. Hm. Also es muss nicht zerreißen, aber es kann auch, also was du jetzt gesagt hast, wenn du es halt mit irgendwelchen Spielzeugen machst oder was auch immer, dann kann es auch passieren. Aber es ist wirklich kein Indiz dafür, ob du mit jemandem schon Sex hattest oder nicht. Also wenn es zerrissen, nee, ja, anscheinend ja wirklich nicht, weil ja, vielleicht ist man so einfach gar nicht. Okay, jetzt wird's ein bisschen krasser, alright? Oh nein. Ich will deine Meinung dazu hören. Ich, 15, lebe seit über einem Jahr in einer TPE-Beziehung. Was ist das? TPE steht für Total Power Exchange, sprich totaler Machtaustausch. Dom kann Sub in jeder Beziehungsform jedes Recht jederzeit geben oder nehmen, mit Ausnahme von dem Recht, die Beziehung zu beenden. Master, ebenfalls 15, kann, wenn er möchte, alles kontrollieren oder entscheiden. Mein Handy wird überwacht, er verwahrt mein Geld, er hat die Erlaubnis, mich zu töten. Ist da, ebenfalls. Und angeleint auf dem Boden, werde bestraft, wenn ich mich nicht an die Regeln halte. Ich treffe mich nur mit seiner Erlaubnis, mit Freunden und Familie. Ich wohne bei ihm. Für alles Sexuelle brauche ich seine Erlaubnis. Ich darf ohne sein Einverständnis nicht duzen. Und so weiter. Ich bin ein Sklave. Was haltet ihr von solchen Beziehungsmodellen? FBI, what the hell? Yes, sir, the code right here. Mit 15 ist schon ein bisschen extrem. Aber ich bin wirklich die falsche Person zu judgen, was du mit welchem Alter machen kannst. Was ich ein bisschen mehr concerning finde, ist, er hat die Erlaubnis, mich zu töten. Vielleicht ist das fake. Ja, also alles andere, ich kann schon so verstehen, Rollenspiele können schon sexy sein, so, ne? Ich mag Kannibalen-Rollenspiele. Okay. Ist das so einfach nur die Vorstellung, dass du es irgendwie sexy findest, dass er sagt, er könnte dich töten? Aber das finde ich schon, das finde ich wirklich ein bisschen alarming. Also ihr solltet ganz klar ausmachen, dass er dir nicht weh tut. Sonst haben wir bald eine neue Podcast-Folge bei Mordlust, die darauf basiert. I mean, I don't know, so you do you. Aber ich finde zu krasse Machtkomplexe immer ein bisschen weird. Also ich finde, es sollte schon eigentlich, damit es gesund funktionieren kann, auf Augenhöhe stattfinden. Ich meine, im Endeffekt, ihr müsst... das einvernehmlich einfach entscheiden, ne? Also wir können da jetzt auch nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist, aber ich persönlich, weil du ja gefragt hast, wie steht ihr dazu, ich find's schon... Also mir wär's viel zu krass. Ich hätte gar keinen Bock, ich wär viel zu genervt. Oh mein Gott, dieser Fuck! Staubsauger!
Alright, Leute. So, falls ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr das gerne an GayJesusK auf Telonym schicken. Ich packe hier den Link hin. Folgt gerne Miriam auch. Dieses Mal packe ich auch dein Dings rein. Ich habe nämlich im letzten Video vergessen. Nein, dein Instagram. Ah, ich habe vergessen, den reinzuschreiben. Jetzt packe ich Miriam, also alle, die ihr letztes Mal folgen wollt. Ich glaube, ich war drin, weil ich habe aber so 200 Follower. Nice. Falls euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr davon wollt, dann könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben oder dieses Video liken. Dann sehe ich ja, ob es euch gefallen hat. Vielen Dank an Tommy für den Shit dieses Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und Tommy, denkt dran, mal wieder Wasser im Office mit leckeren Früchten zu machen. Bis dann. Tschüss.